Wir sind hier auf der Gamescom am Stand von Baden-Württemberg. Genau. Hier geht es unter anderem um die Förderung der Computerspielebranche in Baden-Württemberg. Und ja, ich spreche mit Esther Petri von der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. Wir haben eben einen Fördertopf speziell für Games, interaktive Inhalte generell, aber unser Fokus liegt auf Games. Und wenn ich mich bewerben möchte mit einem Projekt, was muss ich da tun, so kurz, knapp? Man muss sich auf der Webseite erstmal schlau machen, wie das so ein Antragsformular aussieht, was es für Auflagen gibt, also zum Beispiel, dass man eine Firma sein muss oder zumindest danach gründen muss. Wir würden nur direkt an Firmen Geld ausgeben. Man muss sich natürlich auch ein bisschen schlau machen, was wollen wir denn da alles? Wir wollen natürlich Marktpotenzial wissen, wir wollen natürlich das Konzept wissen, beziehungsweise man kann bei uns verschiedene Typen an Förderung beantragen. Das eine ist eine Konzept- und eine Prototypenförderung, also um erstmal so zu gucken, funktioniert das denn überhaupt, wie ich mir das vorstelle, meine Idee umzusetzen. Und danach gibt es eine richtige Produktionsförderung und sogar noch eine Vertriebsförderung. Da muss ich mir natürlich selber klar machen, was will ich denn eigentlich gerade. Und dann gibt es ein Gespräch mit meiner Kollegin, die diesen Topf speziell betreut, die dann auch nochmal natürlich hilft und klar macht, darauf achten, oben, unten, rechts, links, weil es schon öffentliche Gelder brauchen natürlich auch richtige Anträge. Können wir die einfach so verteilen? Das ist ein bisschen schwer, aber ich glaube, wenn man eine gewisse Routine reinbekommt, ist es okay. Und es lohnt sich natürlich, weil man halt eine Finanzierung bekommt. Wir haben erlösbedingte, rückzahlbare Darlehen. Das heißt, ich muss erst zurückzahlen, wenn ich wirklich Erlöse damit mache. Was für die Firmen natürlich super ist, weil sie vorher einfach dieses Geld bekommen und wir erst was wollen, wenn sie damit wirklich Gewinn machen. Das hilft natürlich. Wer interessiert sich denn da so für? Sind das eher so junge Studenten, die mal gucken, ich möchte ein Game machen, ich habe eine gute Idee, oder auch die Tochtergesellschaft einer größeren Firma? Also jetzt Baden-Württemberg hat eben vor allen Dingen viele Indie-Firmen und für die ist es alle interessant, aber wir haben natürlich wirklich ganz viele, die wirklich frisch von der Uni kommen, gerade weil wir in Baden-Württemberg auch wahnsinnig viele tolle Hochschulen haben, die eben in Richtung Games ausbilden. Insofern haben wir schon viele Start-ups, die aber dann oft auch schon ihr erstes Spiel gemacht haben. Unser Paradebeispiel ist mal Studio Fitzpin, die haben The Inner World gemacht. Hack läuft hier auch irgendwo rum. Ja, den Hack nehmen wir gleich nochmal auf, das ist eine Taube. Genau, Hack die Taube. Da haben wir das erste Spiel gefördert, die haben dann gleich toll einen Computerspielpreis gewonnen und fördern jetzt das zweite Spiel von ihnen. Also insofern darf man bei uns auch wiederkommen. Und ja, also man sieht bei denen, finde ich, ganz schön, was eben so eine Förderung helfen kann, um einfach loszukommen. Weil auf dem Indie-Markt, also man sieht es hier auf der Gamescom, ist es natürlich gegen Blockbuster wahnsinnig schwer. Und deswegen machen wir auch hier diesen Stand, um einfach eine Aufmerksamkeit für die Baden-Württemberger zu bekommen, weil sie einfach braucht und sie es definitiv verdient haben. Wir haben eben die Studiengänge angesprochen, die es gibt, auch in Baden-Württemberg an den Unis. Muss man, wenn man ein Projekt hat, auch was zu zurückspielen, zum Beispiel in die Ausbildung? Sind vielleicht die Firmen verpflichtet, mal vorbeizuschauen bei den Studiengängen? Gibt es da so Kooperationen? So nicht. Wir machen so eine Vernetzungsplattform, Open Stage heißt die, abwechselnd zwischen Karlsruhe und Stuttgart, so viermal im Jahr. Und da sind auch wirklich die Leute, die bei uns beantragen, eigentlich auch immer aktiv mit dabei. Und da geht es auch immer darum, dass man sein Projekt vorstellt. Und natürlich gucken wir gerade bei denen, die wir fördern, dazu, dass sie da hinkommen und vorstellen. Und wir auch wiederum immer die Hochschulen mit einladen, die Studierenden, damit wir da wirklich so einen Austausch hinkriegen, dass die sich alle kennenlernen, weil dafür ist Baden-Württemberg doch groß. Und dann ist immer ganz gut, wenn man da so eine Plattform hat, wo die Leute ein Bier kriegen und mal miteinander reden. Was möchten denn die, die ein Spiel auf den Markt bringen wollen, gerne von Ihnen bzw. von Baden-Württemberg? Gibt es da noch irgendwas außer der Förderung, außer vielleicht Geld? Genau, Geld wo man sagt, das brauchen wir noch. Ja. Leute oder eine andere Unterstützung. Also was eben wirklich ganz klar ist, gegenseitiges Kennenlernen, damit man eben gemeinsam kooperieren kann. Was wir auch haben, das war eine Anfrage, die wir jetzt auch versuchen, der gerecht zu werden. Wir gehen zum Beispiel auf die Buchmesse und stellen da eben auch vor, was in Baden-Württemberg alles geht. Einfach, dass wir den Leuten helfen, an Märkte ranzukommen. Gerade Gamesfirmen haben da ja viele Möglichkeiten in anderen Wirtschaftszweigen, dass wir ihnen da helfen, diese Kontakte herzustellen. Weil das einfach für eine kleine Firma wahnsinnig schwer ist, dass wir da eben wirklich Vernetzung und Vermittlung darbieten. Und das andere, was wir eben auch machen, ist so generelle Weiterbildung zu unternehmerischen Geschichten, also kaufmännisches Wissen, wie mache ich eine Pressemitteilung, solche Sachen,
Die machen wir aber nicht nur speziell für Games-Firmen, sondern generell für Kreativwirtschaftsunternehmen. Dann noch eine Frage. Die Chancen für die Firmen aus Baden-Württemberg im Games-Bereich. Haben Sie eine Vorstellung, was da besonders gut funktionieren kann in Zukunft? Also ich glaube, dass das, was schon bereits passiert, der richtige Weg ist, dass wir eben wirklich mit ganz vielen Herzblutprojekten, künstlerisch anspruchsvollen Projekten, glaube ich, sehr weit kommen. Das glaube ich sehr dran, dass das der richtige Weg ist, den wir da bereiten, den die Firmen gehen. Den gehe ja nicht ich, aber den gehen die Firmen und das glaube ich gut. Okay, vielen Dank. Wir machen jetzt noch gleich eine Aufnahme von Hack. Genau, unbedingt. Ich wünsche noch ein gutes Meeting hier. Dankeschön. Sind jetzt gerade viele am Stand. Ja, genau, das ist schön. So soll das sein. Vielen Dank.